Alles in Ordnung da oben? Die Antwort darauf möchtest du gar nicht wissen. Hey, das habe ich gehört. Spar dir deine Bemerkungen über meinen Flugstil, Quill. Verlassen wir diesen Schweinestall und gehen zur Schleuse. Schweinestall? Ich sehe hier kein einziges Schwein. Ding. Nicht gerade meine Spezialität. Du, Rocket, würdest du bitte die Zerstörung meines Schiffes kurz unterbrechen und diese Luke für uns öffnen? Was? Die ist noch zu? Klemmt wahrscheinlich nur irgendwo. Na toll. Dann muss wohl die Notfallhandbetätigung ran, von der ich euch erzählt habe. Tätigung sein soll. Hey, ich gebe zu, dass es ein bisschen kompliziert ist, aber immerhin funktioniert es, oder? Da müssen wir raus. Mit einer Schwerkraftmine kann ich uns den Weg freiräumen. Warum ist über der Steuerung eine verstärkte Platte angebracht? Du weißt doch, wie gerne gut auf Knöpfchen drückt. Von diesem möchte ich lieber fernhalten. Eine wirklich sinnvolle und vernünftige Sicherheitsvorkehrung. Das scheint dich ja sehr zu überraschen. Wenn wir das hier überleben, sollten wir uns auf kommende Notfälle besser vorbereiten. Okay, Leute, wir gehen in den Landeanflug. Macht euch bereit. Okay, wir springen. Sobald wir niedrig genug sind. Trägt er einen Raketenrucksack? Ernsthaft, der Typ? Trägt ja nicht mal ein Hemd. Okay, neuer Plan. Wir springen jetzt. Drax, das nächste Mal erst schauen, dann springen. Aber genau das habe ich gemacht. Genau. Kann es vielleicht sein, dass Kang der Eroberer irgendwie auf Zeitreisen steht? Of the Galaxy. Ja, ich weiß, dass das eine Bande von... Oh, hallo Guardians. Danke für eure Hilfe. In Kürze trifft ein Rettungsschiff ein, das die letzten Zivilisten ausfliegt. Bitte sorgt für einen reibungslosen Ablauf der Aktion. Aber vergesst nicht, dass auch Kangs Truppen ein Auge auf uns geworfen haben. Naja, solange sie nur mit Augen... Nur eine Redewendung, Drax. Also gut, Guardians. An die Arbeit.